Am östlichen Ende des Forum Romanum in Rom thront der Titusbogen. Er erinnert an einen der größten Triumphe des römischen Kaisers Titus, die Eroberung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus. Dass dieses Monument auf dem Forum Romanum eine so zentrale Position einnimmt, ist kein Zufall. Denn Belagerungen gehören seit Urzeiten zu den denkwürdigsten Ereignissen und haben entsprechend einen besonderen Platz in Erzählungen, Mythen und der kollektiven Erinnerung. So hat zum Beispiel die Eroberung der hebräischen Stadt Jericho in der Bibel große Bedeutung, die Eroberung Trojas in der griechischen und römischen Mythologie oder die Belagerung von Leningrad während dem Zweiten Weltkrieg in der russischen Erinnerungskultur. Wenn man bedenkt, wie prägend Belagerungen für die Menschen, die sie erlebt haben, waren, ist das nicht erstaunlich. Die Historiker Jeremy Armstrong und Matthew Crandall schreiben zu Recht, dass kaum eine Form des Konfliktes dem totalen Krieg so nahe kommt wie die Belagerung einer großen Stadt. Aber seit wann ist das so? Wann gab es die ersten Belagerungen? Wie sahen sie aus? Und welche Belagerungsmaschinen wurden eingesetzt? In diesem Video begeben wir uns auf die Suche nach den Spuren der ersten Belagerungen der Geschichte. Seit die Menschen in der Jungsteinzeit sesshaft geworden sind, begonnen haben, Landwirtschaft zu betreiben und erste feste Siedlungen zu bauen, haben sie ein Bedürfnis, ihre Errungenschaften zu schützen. Um das zu tun, bauten sie Befestigungsanlagen. Besonders bekannte Beispiele dafür sind etwa Jericho, das etwa ab dem 8. Jahrhundert vor Christus über eine Stadtmauer verfügte, Çatalhöyük, wo die Außenmauern der Wohnhäuser eine geschlossene Front bildeten, oder die Salzproduktionsstätte Solnitsata im heutigen Bulgarien. Natürlich dauerte es dann auch nicht mehr lange, bis die Menschen Möglichkeiten suchten und fanden, diese Mauern zu überwinden. Laut Armstrong und Trundle deuten archäologische Funde, schriftliche Quellen und bildliche Darstellungen aus Ägypten und dem Nahen Osten darauf hin, dass es Angriffe auf Gemeinschaften schon genauso lange gibt, wie sesshafte Gemeinschaften überhaupt existieren. Aber ist ein Angriff auf eine Gemeinschaft gleich auch eine Belagerung? Fragen wir zuerst, was eine Belagerung überhaupt ausmacht. Laut dem Historiker Peter Wilson zeichnet sich eine Belagerung durch 5 Merkmale aus. Erstens handelt es sich dabei um einen Konflikt, der genug große Bedeutung hat, um als isoliertes Ereignis betrachtet zu werden. Zweitens müssen alle beteiligten Parteien um ein Objekt kämpfen, also zum Beispiel um eine Stadt, wobei der Bereich des Angreifers klar von dem des Verteidigers getrennt ist, zum Beispiel durch eine Mauer. Eine der Seiten muss diese Abgrenzung angreifen, während die andere sie verteidigt und dabei versucht, Zeit zu gewinnen, um den Angreifer so lange hinzuhalten, bis Hilfe eintrifft oder ihm die Ressourcen ausgehen. Ganz einfach zusammengefasst heißt das, dass eine Belagerung ein Kampf um eine befestigte Anlage ist, die der Verteidiger halten will, während der Angreifer versucht, hineinzukommen. Der Angreifer hatte dazu 5 grundlegende Methoden zur Verfügung, die sich im Laufe der Zeit erstaunlich wenig verändert haben. Egal ob im Mittelalter, in der Antike oder in der Bronzezeit, die Optionen eines Belagerers waren, die Mauer zu erklettern, sie zu durchbrechen, sie zu untergraben, die Stadt oder Festung komplett zu umstellen oder eine Kriegslist anzuwenden. Diese Methoden konnten beliebig kombiniert, angepasst und mit weiteren Strategien wie etwa Einschüchterung oder Ablenkung durch einen Angriff auf ein anderes wichtiges Ziel kombiniert werden. Das gilt bereits für die ersten Belagerungen, auf deren Spuren wir uns nun begeben. Im Südosten des heutigen Syriens, am Ufer des Flusses Euphrat, lag vor über 4000 Jahren der Stadtstaat Mari. In den Ruinen dieses einstigen Kulturzentrums hat der Archäologe André Barrow 1971 eine kleine Steinplatte mit einer Kriegsszene gefunden. Sie ist zwischen 2550 und 2400 vor Christus entstanden und zeigt einen Soldaten in typisch sumerischer Rüstung, der einen großen, oben gebogenen Setzschild festhält, während ein Bogenschütze, der an seinem Überwurf als Soldat Maris erkennbar ist, hinter dem Schild hervorschießt. Über dem Schild befindet sich ein nackter Feind, der zu fallen scheint.
Diese Darstellung wird als Szene aus einer Belagerung gedeutet, weil die Form des Schildes und seine Größe darauf hindeuten, dass er besonders gegen eine erhöhte Position nützlich war und er aufgrund seiner Größe nicht für schnelle Manöver geeignet war. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim Zeughaus Verlag bedanken, der uns diese und einige andere Illustrationen aus dem Heft »Die Heere im alten Orient« zur Verfügung gestellt hat. Der Verlag hat eine tolle Auswahl an Heften rund um militärgeschichtliche Themen. Schaut gerne mal auf der Website in der Beschreibung vorbei. Es lohnt sich! Bei dem Bruchstück aus Mari handelt es sich um eine der frühesten konkreten Darstellungen einer Belagerung. Es gibt einige noch ältere Abbildungen, aber diese sind sehr abstrakt, wie zum Beispiel hier auf der sogenannten libyschen Palette, die zwischen 3200 und 3000 vor Christus entstanden ist. Die ersten Spuren von Belagerungen überhaupt sind aber noch älter. Erst vor kurzem haben Archäologen in der antiken Stadt Hamukar im Nordosten des heutigen Syriens große Mengen an luftgetrockneten Lehmkugeln, die aus der Mitte des 4. Jahrtausends vor Christus stammen, gefunden. Diese Schleudergeschosse sind möglicherweise die ersten Spuren einer Belagerung überhaupt. Abgesehen von diesen archäologischen Spuren gibt es verschiedene Texte, die von Belagerungen erzählen. Dazu gehören zum Beispiel die Belagerung von Arata um 2600 vor Christus, die in einer sumerischen Legende erwähnt wird, und die Belagerung von Uruk, die etwas später stattgefunden haben soll und im Gilgamesch-Epos überliefert ist. Später im 3. Jahrtausend vor Christus werden die Hinweise auf Belagerungen dann immer häufiger. Laut dem Historiker Aaron Berg spricht die Quellenlage sogar dafür, dass sie im Nahen Osten während der Bronzezeit die wichtigste Konfliktform waren. Denn während vor der Schlacht bei Megiddo 1457 vor Christus kaum große Feldschlachten fassbar sind, sind die Hinweise auf Belagerungen sehr zahlreich. Unter der dritten Dynastie von Ur wurden zum Beispiel innerhalb von 96 Jahren mindestens 12 große Städte belagert, manche davon mehrfach und eine sogar ganze 11 Mal. Ein ähnliches Bild ergibt sich in Ägypten. Von den zahlreichen bildlichen Darstellungen von Kriegen, die es dort in Gräbern aus dem Alten und Mittleren Reich gibt, zeigen nämlich laut dem Historiker Robert Schulmann fast alle einen Angriff auf eine befestigte Anlage. Es scheint also, als wären Belagerungen im 3. und 2. Jahrtausend vor Christus nicht nur häufig, sondern sogar die dominante Form der Kriegsführung gewesen. So oder so steht fest, dass sie die Kriegsführung in der frühen Bronzezeit entscheidend mitgeprägt haben. Dank der zahlreichen schriftlichen Berichte aus Mesopotamien, insbesondere eben aus Mari, dessen Archive als eine der besten Quellen zu militärischen und politischen Aktivitäten in Nordmesopotamien und der Levante gelten, und zahlreichen Wandreliefs und Grabmalereien aus Ägypten, können wir uns ziemlich gut vorstellen, wie die Belagerungen dieser Zeit ausgesehen haben. Etwa 170 Kilometer östlich von Ankara liegt Hattusha, die einstige Hauptstadt des Hethiterreichs. Im 17. oder 16. Jahrhundert wurde sie mit einem doppelten Mauerring umgeben, der auf eine Art gebaut war, die typisch für die frühe und mittlere Bronzezeit ist. Natürlich gab es sehr verschiedene Befestigungen und nur die größten Städte wie Aschur, Babylon oder eben Hattusha hatten doppelte Mauerringe. Aber oftmals wurden die Mauern, die bis zu 10 Meter in die Höhe ragten, wie in diesen großen Städten auf einem Fundament aus Bruchstein oder gestampfter Erde mit getrockneten Lehmziegeln errichtet. Entlang der Mauer fanden sich in regelmäßigen Abständen rechteckige Türme, von denen aus Bogenschützen auf die Angreifer schießen konnten, und vor der Mauer lag oft ein Graben, der auf der Stadtseite angewinkelt war, also ein Glassi hatte. Der Graben und das Glassi erschwerten die Annäherung an die Mauer, insbesondere mit Belagerungsmaschinen wie Türmen oder Rammböcken. Diese Befestigungsanlagen waren die wichtigste Waffe der Verteidiger und die größte Herausforderung für die Belagerer. Was die Mauern den Verteidigern einer Stadt boten, bietet der Sponsor dieses Videos, NordVPN, deinen persönlichen Daten. Ein VPN stellt eine sichere Verbindung zwischen deinem Gerät und dem Internet her, indem es deine Verbindung verschlüsselt und deine IP-Adresse verbirgt.
Du kannst dir das Ganze so vorstellen, als würdest du deine Daten in Paketen durch eine Art digitale Rohrpost schicken, auf die außer dem Empfänger und dir niemand zugreifen kann. So sind deine Daten vor Datenschnüfflern und Cyberkriminellen geschützt. Ein wichtiger Pluspunkt ist auch, dass diese Sicherheitsmaßnahmen deine Surfgeschwindigkeit kaum einschränken. NordVPN übertrifft laut AV-Test, einem unabhängigen IT-Sicherheitsinstitut, zurzeit alle anderen beliebten VPNs auf dem Markt und auch Chip hat NordVPN zum Testsieger erkoren. Schütz jetzt bis zu 10 Geräte gleichzeitig und hol dir 4 extra Monate auf das 2-Jahres-Abo, indem du auf den Link in der Beschreibung klickst. Völlig risikofrei dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Bei einem Angriff auf eine Stadt rückten als erstes die Schleuderer und Bogenschützen vor, um die Verteidiger unter Druck zu setzen, während mobile Streitwageneinheiten verhinderten, dass die Bewohner der Stadt flohen. Damit konnte man zwar die Stadt nicht einnehmen, aber den Angreifer so weit in Schach halten, dass der Rest der Armee den Angriff vorbereiten konnte, wobei meist mehrere der oben genannten 5 Methoden gleichzeitig zum Einsatz kamen. Der einfachste Weg in eine Stadt, einmal abgesehen von den Toren, führte über die Mauer. Deshalb war das gebräuchlichste Hilfsmittel die Leiter. Sie erlaubte der Infanterie, unter der Deckung der Bogenschützen und Schleuderer auf die Mauer heraufzuklettern. Das war sehr riskant und oft mit hohen Verlusten verbunden, hatte aber auch das Potenzial, eine Belagerung schnell zu beenden. Wenn der Sturmangriff mit der Leiter keinen Erfolg brachte, wandte man sich langwierigeren Methoden wie dem Unterminieren, dem Durchbrechen der Mauer und dem Bauen von Belagerungsrampen zu. Die zuverlässigste, aber auch aufwendigste Methode, eine Mauer zu bezwingen, war schon in der Bronzezeit das Unterminieren. Die Texte aus Mari zeigen, dass man außerhalb der Reichweite der Verteidiger zu graben begann und sich dann bis unter die Mauer oder die Stadt arbeitete, um entweder die Verteidigungsanlagen zum Einsturz zu bringen oder hinter der Mauer an die Oberfläche durchzubrechen und die Verteidiger zu überraschen. Das Graben eines Minenstollens dauerte oft mehrere Wochen lang, weshalb das sicher nicht die erste Lösung war, auf die ein Angreifer setzte. Das eigentliche Kernelement bronzezeitlicher Belagerungstechnik waren Belagerungsrampen. In einem Bericht aus Mari heißt es: Solange die erdene Rampe nicht die Höhe der Stadtmauer erreichte, konnte er die Stadt nicht erobern. Aber als die erdene Rampe die Höhe der Stadtmauer erreichte, eroberte er die Stadt. Die Idee einer solchen Rampe war, durch das Anhäufen von Erde und Gestein einen Aufstieg zur Mauerkrone zu schaffen, über den Truppen auf die Mauer gelangen und einen Sturmangriff durchführen konnten. Auch das war ein sehr langwieriger und komplexer Prozess. Aus Babylon wissen wir etwa, dass Belagerungsspezialisten, die an einer Art Militärakademie ausgebildet worden waren, die benötigte Höhe und das Volumen dieser Rampen berechneten, bevor Arbeiter über Wochen oder gar Monate Material aufschütteten. Damit sie von den Verteidigern nicht einfach über den Haufen geschossen wurden, gaben ihnen Bogenschützen und Schleuderer Deckung. Ein Hinweis darauf, wie wichtig Schützen auch für die Angreifer waren, findet sich in der Nekropole Deir el-Bahari nördlich von Theben. Dort wurden 59 mumifizierte Körper von ägyptischen Soldaten gefunden. Einer der Ausgräber, Herbert Winlock, vermutet, dass es sich dabei um Truppen von Mentuhotep II. Handelt, die an dessen Belagerung von Herakleopolis teilgenommen haben. Die Mehrzahl der Verletzungen, die diese mumifizierten Soldaten erlitten hatten, stammt von Pfeilen und Schleudergeschossen. Wie in diesem Fall wurden laut dem Historiker und Archäologen Hermann Genz oft beides, Bogen und Schleudern, eingesetzt. Wie die Schützen dabei genau zusammenarbeiteten, ist aber unklar. Möglicherweise wurden sie in Kombination eingesetzt, wie das gut 1000 Jahre später im Neuassyrischen Reich der Fall war. Verschiedene Reliefs aus dieser Zeit zeigen nämlich, dass dort die Schleuderer hinter den Bogenschützen aufgestellt waren. Der Grund dafür, dass diese Fernkampfwaffen bei Belagerungen so wichtig waren, ist, dass es noch keine Katapulte oder ähnliches gab und sie deshalb die Waffen mit der größten Reichweite waren. Das steigerte sich im Verlauf der Bronzezeit sogar noch, weil der Bogen effizienter wurde. Man erfand nämlich den Kompositbogen.
Mit diesem kurzen, kräftigen Bogen konnte ein guter Schütze aus über 200 Metern auf die Verteidiger auf den Wällen und aus etwa 40 Metern direkt in die Stadt schießen. Manche Historiker denken sogar, dass Schleudern auch als eine Art Artillerie eingesetzt wurden. In Ebla, einer bronzezeitlichen Stadt etwa 55 Kilometer südwestlich des heutigen Aleppo, wurden nämlich extrem große Lehmkugeln aus der mittleren Bronzezeit gefunden. Was manche Archäologen und Historiker vermuten ließ, es handle sich dabei um eine Art Artilleriemunition, die die Schleuderer gegen Mauern eingesetzt hätten. Das ist aber sehr umstritten, weil der Schaden, den solche Kugeln an einer festen Mauer angerichtet hätten, mit Sicherheit marginal gewesen wäre. Um Mauern einzureißen, brauchte man schwereres Gerät. Ich rückte auf die Stadt Kirhadad vor und ließ Belagerungstürme errichten, brachte die Mauer durch Untergraben zum Einsturz und nahm Kirhadad innerhalb von 8 Tagen ein. So beschreibt ein Brief aus Mari, der im frühen 2. Jahrtausend vor Christus entstanden ist, die Eroberung einer Stadt. Darin wird deutlich, dass neben den relativ einfachen und langwierigen Methoden, die wir bisher besprochen haben, auch komplexe Technologie zum Einsatz kam. Die erwähnten Belagerungstürme waren nur eine von mehreren Belagerungsmaschinen, die in der Bronzezeit verwendet wurden. Während nicht ganz klar ist, wie sie in Mesopotamien ausgesehen haben, geben uns ägyptische Reliefs zumindest eine grobe Idee der ägyptischen Version. Ein solches Relief findet sich nicht weit entfernt von den Stränden und Sonnenschirmen Luxors. Es zeigt, wie ägyptische und nubische Soldaten mit einem Belagerungsturm mit Rädern eine asiatische Stadt angreifen. Anders als in dieser Szene dürfte es in den meisten Fällen nicht möglich gewesen sein, einfach an die Mauer heranzufahren. Das liegt einerseits daran, dass das geneigte Glassi am Fuß der Mauer und der Graben das verhinderten und zuerst aufgefüllt werden mussten, andererseits daran, dass wahrscheinlich viele Belagerungstürme gar keine Räder hatten. Aaron Berg vermutet, dass die Türme vor allem als erhöhte Plattform für Schleuderer und Bogenschützen dienten, die von dort aus die Verteidiger auf den Mauern in Schach hielten, während die Arbeiter eine Rampe bauten, die Mauer unterminierten oder versuchten, sie zu durchbrechen. Die zweite Belagerungsmaschine, die wir fassen können, sind Ramböcke bzw. verschiedene Mauerbrecher. Grundsätzlich scheint es 2 Arten von Mauerbrechern gegeben zu haben. Eine davon ist auf einer Wandmalerei in Beni Hassan zu sehen, in der die Belagerung eines Wüstenforts dargestellt wird. Diese rudimentäre Belagerungswaffe bestand aus einer Stange, die von 3 Soldaten aus einer Art Schutzvorrichtung heraus bedient wurde und dazu diente, einzelne Steine aus einer Mauer zu stemmen. Aufgrund dieser Funktionsweise wird sie meist als Belagerungsstange bezeichnet. Während diese Art von Mauerbrechern vor allem in Ägypten verbreitet waren, lassen sich in Mesopotamien ab etwa 2300 v. Chr. Ramböcke fassen. Piotr Steinkeller von der Universität Harvard hat auf den Tontafeln von Ebla, einer Sammlung von etwa 1800 irdenen Tafeln, die zwischen 2500 und 2250 v. Chr. Entstanden sind, mehrere Belege für solche Maschinen gefunden. Und auch verschiedene Texte aus Mari erwähnen sie. Es gibt allerdings keine physischen Belege, die weiter zurückdatieren als 1500 v. Chr. Und die kurzen Erwähnungen geben kaum Hinweise darauf, wie die Ramböcke funktioniert haben und eingesetzt wurden. Es dürfte sich aber um eine Art Gestell gehandelt haben, an dem ein großer Stamm mit verstärkter Spitze aufgehängt war, also ein Konstrukt, das den späteren assyrischen Ramböcken recht ähnlich war. Aber selbst wenn es darum geht, eine Stadt einzunehmen, ist etwas Fingerspitzengefühl oftmals effizienter als rohe Gewalt. Wenn uns etwas an eine Belagerung denken lässt, dann ist es das trojanische Pferd. Angeblich bauten die Griechen dieses hölzerne Ross, als sie keinen anderen Weg fanden, die Mauern Trojas zu überwinden. Sie schmuggelten in seinem Bauch ihre besten Soldaten in die Stadt, die in der folgenden Nacht herauskletterten, um die Tore zu öffnen. Schon in den frühesten Aufzeichnungen von Belagerungen finden sich Berichte zu ähnlichen Kriegslisten. Zum Beispiel soll Pharao Thutmosis III., als er im 15. Jahrhundert vor Christus Jaffa belagerte,
angeblich Soldaten in Körben versteckt haben, sodass die Verteidiger sie zusammen mit ihren Vorräten in die Stadt brachten. Auch wenn diese Geschichte vielleicht genauso ins Reich der Legenden gehört wie das trojanische Pferd, zeigt sie, dass auch Kriegslisten schon zum Arsenal von Belagerern gehörten. Natürlich sahen die Verteidiger nicht einfach tatenlos zu, wie die Angreifer ihre Befestigungsanlagen bezwangen. In vielen Fällen versuchten sie, die Angreifer aktiv zurückzuwerfen, indem sie Ausfälle machten, das heißt aus der Festung herausschlichen und die Arbeiter, Belagerungsmaschinen oder das Lager der Angreifer überraschend angriffen. Dass das gängige Praxis war, ist dadurch belegt, dass die größeren und besseren Festungen wie zum Beispiel Aschur und Hattusha über sogenannte Poternen verfügten, also über schmale Gänge, die unter der Mauer hindurchführten und es den Verteidigern erlaubten, die Stadt zu verlassen, ohne ein Tor zu öffnen. Wenn die Mauern beschädigt wurden und nachzugeben drohten, verstärkten die Verteidiger sie in manchen Fällen, indem sie auf der Innenseite Erde und Schutt aufhäuften. Wenn die Angreifer es trotz aller Bemühungen der Verteidiger auf die Mauern der Stadt schafften oder eine Bresche schlugen, kam es zum Nahkampf. Die wichtigsten Waffen waren dabei die gleichen wie in offenen Feldschlachten, also Wurfspeere, Speere, Äxte, Dolche und vieles mehr. Im letzten Kampf um die Stadt war jedes Mittel recht. Dieser Blick auf die bronzezeitlichen Belagerungen in Mesopotamien und Ägypten zeigt, dass bereits seit frühester Zeit dieselben grundlegenden Methoden angewandt wurden, um eine Festung zu überwinden. Mit der Ausnahme, dass es noch keine Artillerie in Form von Katapulten oder ähnlichem gab. Aber trotz aller Ähnlichkeit veränderte sich der Belagerungskrieg im Laufe der Geschichte massiv. Bereits im hier betrachteten Zeitraum revolutionierten Erfindungen wie der Kompositbogen oder der Rambock den Kampf um eine Stadt. In Kombination mit Belagerungstürmen schafften sie völlig neue Möglichkeiten, vergleichbar mit dem Streitwagen in der Feldschlacht. Trotzdem standen die Chancen einer gut befestigten Stadt nicht schlecht, eine Belagerung zu überstehen, was dazu führte, dass noch effizientere Taktiken, noch schlagkräftigere Belagerungswaffen und noch bessere Strategien entwickelt wurden. Bald sollten die Armeen Ägyptens und des Neuassyrischen Reiches den Belagerungskrieg auf ein völlig neues Level bringen, gewaltigere Belagerungsmaschinen bauen und noch effizientere Wege finden, um Festungen zu knacken.